Und du kannst ja dann entscheiden, ob das für die Gruppe oder auch für andere zugänglich ist. Das können wir dann später sehen. Jetzt sagst du vielleicht nochmal dein Anliegen, Bettina. Mein Anliegen ist, finanziell unabhängig zu sein und hier das zu stemmen, was finanziell mit Hausumbau, mit allem drum und dran noch auf mich zukommt. Ja, und das hat ja gerade eine aktuelle Vorgeschichte, das hast du schon mal erwähnt. Du hast ein neues Haus gekauft und dann hast du erfahren, dass das eigentlich gar nicht die 250.000 Euro wert ist. Nein, ich habe das Haus gekauft. Ich habe einen Energieberater gehabt. Ich habe jemanden gehabt, der mir einen Baufusch gemacht. Gibt es irgendeinen unbewussten Saboteur? Oder anders gesagt, es gibt zwar diese souveräne Bettina, die gut für dich sorgen, für sich selber sorgen kann, die auch finanziell eine Zukunft hat und aber es scheint, dass du mit der nicht optimal verbunden bist, weil dich der etwas blockiert. Und das, was dich blockiert, da hast du vielleicht schon tausend Ideen dazu, aber wir könnten versuchen, durch die Aufstellung herauszufinden, etwas ganz Konkretes. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile, wir haben ja schon ganz viele T-Aufstellungen auch gehabt, ganz viele Traumata auch schon angeschaut. Und durch dieses Arbeit mit dem blockierenden Element könnte das spezifische Trauma auftauchen, was jetzt relevant ist. Und wenn wir das bearbeiten, dann könnte es tatsächlich auch aktuell in dieser Situation entlastend sein. Deswegen schätze ich sehr dieses Format. Und für dieses blockierende Element brauchen wir einen schlichten roten Würfel. Das ist jetzt kein Würfel. Ich habe noch Moment. Also diese Figur brauchen wir später noch für was anderes. Daher möchte ich die jetzt nicht gerne für einen Würfel nehmen. Genau. Rot ist ja die Bettina von heute. Hast du da auch eine eckige Figur oder nur diese runde Ich habe Rot? eine runde rote, ich habe keine eckige, die ich habe, die ist etwas größer. Dann nimmst du lieber die größere und die runde brauchen wir nämlich später noch für eine andere Funktion. Okay. Also dann rot ist jetzt die Bettina von heute, die diese Probleme hat. Grün ist diese bedürftige Seite von dir, die kindliche Seite, die geschützt werden möchte, die verletzbar ist, die neugierig ist. Und gelb hast du jetzt, hast du auch ein Klötzchen in gelb? Ich habe eins im Moment. Ich habe eins in hier in Hell. Dann nehmen wir das für dein wahres Selbst. Das ist die Bettina, die souveräne Seite von dir, die ihren Wert und ihre Würde in sich selber hat, die da nicht irgendwie was leisten muss, auch gar nicht die Anerkennung durch andere braucht, sondern in sich selber hat sie diesen Wert und diese Würde. Und die kann auch mit diesen Situationen souverän umgehen. Und so wie du das schilderst, sieht es aus, dass du mit dieser Seite aber nicht optimal verbunden bist, weil dich da etwas blockiert. Und das wollen wir genau untersuchen. Das ist dieser Würfel, dieses blockierende Element. Diese Elemente darfst du jetzt mal so zusammenordnen, wie sich das für dich anfühlt, dass die so untereinander verbunden sind. Auf die rote Figur, auf die Bettina von heute. Wie geht es der Bettina von heute in dieser Konstellation? Also ich merke, dass ich zitter. Ich merke, dass da so eine innere Unfassbarkeit, so eine Unglaub, also es ist unglaublich, dass mir das wieder passiert. Ja. Okay.
Jetzt, wir wissen nicht, worum es sich da handelt, aber wir nehmen einfach mal an, dass es hier und heute nicht zwangsläufig zu deiner Orientierung gehören müsste. Und da brauchen wir jetzt das Symbol für eine Grenze, ein Lineal oder einen Zollstock, genau, den legst du mal so dazwischen. Und dann kannst du dieses blockierende Element auch ein bisschen weiter zur Seite schieben. Geht nicht. Wie bitte? Es geht nicht. Es geht nicht. Also es scheint besonders attraktiv zu sein. Also das ist ein Phänomen, was wir immer wieder beobachten, dass ausgerechnet das, was eigentlich einen blockiert, daran hindert, glücklich zu sein, dass man das festhält, als wäre es fürs eigene Überleben wichtig, als wäre gerade darin die Rettung. Und das ist ganz typisch für diese frühen Traumata. Und das, wenn wir das herausfinden durch diese Aufstellung und auch den Zusammenhang verstehen, was daran so attraktiv ist, dann kann man sich erst davon verabschieden in einem längeren Prozess. Und das ist ja dann dieser Prozess, den wir jetzt vor uns haben. Jetzt leg mal einen Finger auf diesen Würfel, achte mal auf deinen Körper, ob dein Körpergefühl auftaucht, ein Bild, ein Satz. Alles, was auftaucht, kann wichtig sein. Erlaub dir das zu spüren, was auftauchen möchte, auch wenn es sich verboten anfühlt oder Also, schambesetzt. es taucht absolute Verwirrung auf, Ja. absolute Verzweiflung. Ja. Es taucht auf, dass es uralt ist. Ja. Und der Satz, der mir auch schon heute Morgen oder gestern in den Kopf gekommen ist, ist so die Verantwortung abzugeben. Also, ich habe jemandem anderen die Verantwortung abgegeben und habe ihn machen lassen und habe mich nicht drum gekümmert. Und dann merke ich so richtig, wie das hier im Kopf sich zusammenzieht, wie das eng wird. Ich komme in eine vollkommene Verwirrung rein. Okay, jetzt Bettina, es könnte sein, dass es zu deiner eigenen Biografie gehört. Wie leg doch mal einen Finger drauf, wie alt bist du in der Situation, wo dieses, nein, auf den Würfel musst du den Finger legen. Wie alt bist du in dieser Situation, wo dieses blockierende Ereignis hingehört? Also es hat nichts mit mir zu tun, es ist uralt. Aha, dann schau mal, ob es im Mutters- oder Vaterssystem gehört. Ist noch älter. Großeltern. Nee, es ist noch älter. Also ich habe so den, also es fühlt sich wirklich alt an, richtig alt an, und es fühlt sich an, als wäre es generationsübergreifend weitergegeben worden. So die Verantwortung abzugeben. Also, Boah. wir brauchen jetzt möglichst ein konkretes Ereignis. Und manchmal scheut man sich das mit einer bekannten Person zu verbinden. Aber jetzt schau mal, welche Person taucht da auf von den Personen, die du aus deiner Familie kennengelernt hast. Also ich habe meine Großmutter so auch so erlebt. Großmutter. Gibt es ein Ereignis aus dem Leben deiner Großmutter, wo diese Aspekte hingehören können? Also meine Großmutter war vollkommen verwirrt, Ja. kopfgeirrt. Wie bitte? Also die war immer bei anderen. Die war blind, die wusste immer, was andere machen. Und Also real blind. die war real blind im hohen Alter. Die war ja schon Mitte 80, als ich sie kennengelernt habe. Und Vermutung liegt nahe, dass da irgendwie ein Missbrauch oder irgendwas passiert ist. Wessen Mutter war das? Die Mutter von meiner Mutter, und die war 10 Jahre älter als mein Vater.
Und die lebte bei uns im Haus drin. Wie ging es dir mit dieser Großmutter? Bitte? Kannst du dich an sie erinnern? Ja, ich kann mich an sie erinnern. Sie war biestig, sie war übergriffig, Biestig, übergriffig. sie war laut, körperliche Hygiene war eklig, schambesetzt. Also war bei ihr Scham oder hat es bei dir Scham ausgelöst? Sie war schambesetzt und bei mir hat es ausgelöst. Und die körperliche Hygiene war eklig. Also dann brauchen wir diese Großmutter, eine blaue Figur für diese Großmutter. Kannst du dich erinnern, dass du mit dieser Großmutter auch so eine verletzende Erfahrung gemacht hast? Also im Grunde das, was du schilderst, ist ja eigentlich schon Verletzung für ein Kind. Sie hat halt oft mit meiner Mutter rumgeschrien, rumgebrüllt und ich hing immer wieder dazwischen und Okay. Also dann brauchen wir jetzt jedenfalls ein Symbol für dein Trauma mit dieser Großmutter. Hast du noch einen anderen Würfel? Ja. Und dann nehmen wir das, nehmen wir dann als Trauma deiner Großmutter, weil das blau auch blau ist. Und den Holzwürfel lassen wir als dein Trauma mit dieser Großmutter. Und jetzt nimmst du mal die Grenze weg. Boah. Schau mal, wie fühlt sich das an, wenn in deinem Raum nicht nur deine Erfahrung mit dieser Großmutter ist, sondern auch die Großmutter und deren Trauma. Ja. Kannst du da hinlegen, Ero? Ich schmeiß mich vollkommen um. Ja, das war die Realität deiner Kindheit. In dieser Realität war es unmöglich, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln, aber du hast es überlebt. Und es ist eine kreative und intelligente Leistung, das zu überleben. Allerdings, um das zu überleben, musstest du dich verbiegen. Manchmal macht man da aus der Not eine Tugend. Stell mal die rote Figur auf dein eigenes Trauma, auf den Holzwürfel. Schau mal, ob wie sich das anfühlt, ob du das kennst. Erschöpfend. Aber es ist vertraut. Bitte, ja, es ist mein eigenes Kindheits-, mein eigenes Missbrauchsthema als Kind. Das war diese Überlebensfunktion, das war dieser Überlebensmodus, dein Überleben selbst, was du damals entwickelt hast. Und stell mal die rote Figur auf den blauen Würfel, auf Omas Trauma. Es zieht mir alles zu. Ich könnte schreien. Dann stell es mal zwischen den Würfel und die Oma. Also wolltest du die Oma schützen vor ihrem eigenen Trauma, ob du das kennst? Ich komme in den Todstellreflex rein, Ero. Ich komme einen Todstellreflex rein. Okay. Also das war dein Überleben selbst. Das war nicht so sehr Erhöhung, sondern sich totstellen. Erniedrigung, sich unsichtbar machen. Gut, und dafür braucht man jetzt nochmal einen kleinen, dieses falsche Selbst. Normal nehmen wir ja da so eine überhöhte Figur. Jetzt braucht man da nochmal so einen kleinen Würfel, wenn es möglich ist, einen roten Würfel oder auch eine andere Farbe, was sie farblich nochmal unterscheidet von diesen anderen Elementen. Ich habe hier noch was Orangenes. Geht es auf?
Es ist kein Würfel, aber wir können es nehmen. Wir können es nehmen, es geht, geht. Das machst du, legst auf die Seite so. Hier in meinem Nein, nein, du legst es, stellst es nicht auf, sondern legst es auf eine der Seiten und zwar an die Stelle von dieser Bettina von heute, diese rote Figur, die Bettina von heute, die nimmst du da raus. Und da stellst du, legst du dann diese orangene Figur so hin. Das ist dein Überleben selbst von damals. Also das ist wie so Totschreireflex. Auf der einen Seite fühlst du dich da irgendwie verantwortlich für das Ganze, so als müsstest du da was ausgleichen. Auf der anderen Seite bist du aber da ohnmächtig und bist gelähmt, bist verwirrt und verzweifelt. Und das ist deine Überlebensstrategie gewesen damals. Und da fürs Überleben damals war das anscheinend hilfreich. Von daher muss man das gar nicht bewerten. Aber aus dieser Position heraus kannst du natürlich dein wahres Selbst gar nicht richtig wahrnehmen oder wertschätzen, abgesehen davon, dass es auch von deiner Familie wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen und wertgeschätzt wurde. Und das ist jetzt das Konglomerat, was wir so herausgefunden haben. Das ist natürlich mit deinem Wesen heute überhaupt nicht vereinbar. Ja, und ich habe mich auch immer verantwortlich gefühlt für alle anderen. Das hängt damit zusammen, und das ist so paradox, auf der einen Seite verantwortlich fühlen für alle und dann aber so ohnmächtig zu sein und Todstellreflex zu gehen, das ist ja das totale Gegensatz und das ist so ein zerrissenes Selbstgefühl. Ein in sich völlig widersprüchliches Selbstgefühl, extremer geht es ja gar nicht. Und diese ganzen Elemente kannst du jetzt mal an den äußersten linken Tischrand schieben. So. Und dann brauchen wir eine Sichtblende, die stellst du davor. So, dass du auf keinen Fall das siehst, was dahinter ist. So. Und den Zollstock kannst du jetzt vorübergehend mal wegnehmen. Und jetzt legst du nochmal einen Finger auf die rote Figur, auf die Also Bettine. ganz kurz, wenn ich den hochhebe. Okay. Dann machen wir es doch so, dann nimmst du alle diese Elemente mal und stellst sie vor deine Zimmertür. Dein ganzes Konglomerat packst du, kannst du in die Schachtel packen. Ist es eine Schachtel oder was? Ja, ich kann sie auch hier unten auf den Boden legen, dann brauche ich nicht aufstehen, das reicht mir. Wenn ich sie auf den Boden lege, die Schachtel, Okay, gut. dann reicht es aus. Dann sollst du mal weg. Und dann leg mal einen Finger jetzt auf die rote Figur, auf die Bettina von heute. Wie fühlt sich das an, wenn diese Elemente, die ja mit deinem Wesen gar nicht vereinbar sind, wenn die jetzt in deinem Raum sind? Wenn die nicht mehr in deinem Raum sind und wie fühlt sich das an für dich? Also ich merke, es kriegt mehr Luft. Ja, ist ein gutes Zeichen. Ich merke so, boah, das war immer so anstrengend. Das hat mich immer in so eine Verwirrung und in so eine Unklarheit hineingebracht. Also wirklich so. Ja, Da genau. taucht die Stimme von meiner Großmutter auf, die so biestig beißend. Bettina! Also Ja, so. schrecklich. Also jetzt steht da in der Ecke dein wahres Selbst. Das ist die Bettina, die hat ihren Wert und ihre Würde in sich selber. Die muss nichts leisten, ist auch ganz egal, ob die anderen sie anerkennen, die weiß aus sich selber heraus, dass sie wertvoll ist. Und diese Bettina gehört zu deiner Grundausstattung dazu, unverlierbar, unzerstörbar. Aber es kann sein, dass du sie noch gar nicht so richtig kennengelernt hast und dass sie auch in deiner Familie gar nicht erwünscht war. Bestimmt. Da kannst du mal symbolisch die Brille dieser Familie ablegen. Deine Brille brauchst du natürlich. Ja, aber wenn ich die Brillen abnehme, dann brauche ich so dieses Gefühl, über die Augen drüber zu gehen. Okay, gut. Aber da ist auch noch Scham und Schuld und allem drum und dran. Ich nehme die gerade einfach ab. Ja. Erschöpfung. Ja, also es geht nur um die Sichtweise. Die Erschöpfung, das hat wieder aus anderer Quelle. Das lösen wir auf andere Art und Weise. Das kann man auch nicht so einfach abstreifen wie eine Brille. Es geht jetzt wirklich nur um diese Sicht auf diese wunderbare, souveräne Bettina, die natürlich zu deiner Grundausstattung dazu gehört und die aber von dieser Familie gar nicht wahrgenommen und wertgeschätzt wurde.
wenn du dich jetzt so sehen kannst, gibt es an dir was auszusetzen? Eigentlich nicht, aber es ist irgendwie, es ist irgendwas noch dazwischen. Naja, es ist dir fremd, es ist unbekannt. Aber das ist dein wahres Selbst und ich könnte stellvertretend für dein wahres Selbst zu dir sagen, hallo Bettina, ich bin dein Selbst. Und da gab es dein Trauma mit dieser Großmutter, es gab Großmutters Trauma, das ist lange vorbei, es hat mit dich und heute gar nichts mehr zu tun, du hast es überlebt. Und heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Ist es für dich, wenn du das hörst? Ich habe eine unbändige Wut in mir drin. Und es hat nichts mit dem wahren Selbst zu tun. Ich merke einfach, ich habe eine Ja. unbändige Wut in mir drin. Ja, also das ist, wir werden einen Kanal finden für diese Wut. Diese Wut hat natürlich ihre Ursache. Von daher ist es eine ganz gesunde Wut und du hast bisher noch keinen Ausdruck dafür finden können, noch keinen Kanal, um das wirklich loszuwerden. Aber wir werden es finden. Und jetzt geht es erstmal darum, es kann sogar sein, dass du dich selber abgelehnt und verurteilt hast damals. Ich habe mich abgetrennt. Ich wollte Junge sein. Ich wollte kein Mädchen sein. Okay. Dann könntest du deinem wahren Selbst sagen, anscheinend habe ich selber dich damals abgelehnt. Anscheinend habe ich selber dich damals abgelehnt Und abgetrennt. und abgetrennt. Das hat gar nichts mit dir zu tun. Es hat nichts mit dir zu tun und ich wollte immer Junge sein, also ich wollte immer stark sein, ich Ja. wollte immer, also sowas in diese Entscheidung reinzugehen, ich wollte es allen beweisen, das passt. Okay. Und deswegen wolltest du auf keinen Fall ein Mädchen sein. Und deswegen wollte ich auf keinen Fall ein Mädchen sein. Und darum habe ich diese weibliche Seite abgelehnt. Darum habe ich diese weibliche Seite abgelehnt, genau. Und jetzt kannst du aber heute vielleicht sagen zu deinem Selbst, was natürlich weiblich ist, dass es nichts mit dem Selbst zu tun hat und dass es das auch nicht verdient hat. Es hat nichts mit dem Selbst zu tun und es hat auch nie und du hast es auch nicht verdient. Ja. Und wenn es für dich stimmig ist, könntest du auch sagen, es tut mir heute leid. Es tut mir heute leid. Aber vielleicht stimmt auch, damals wusste ich es nicht anders. Damals konnte und ich wusste es nicht anders. Jetzt legt mein Finger auf dein wahres Selbst, ob dein wahres Selbst dir deswegen böse ist, dass du damals es abgelehnt und getrennt hast. Ablehnst, wenn du es verurteilst, dein wahres Selbst ist dir nie böse. Es hält immer zu dir. Wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt für Bettina, dann bei diesem wahren Selbst. Darüber hinaus ist diese bedingungslose Liebe auch noch gratis. Das heißt, du musst dafür nichts leisten, musst noch nicht einmal brav oder gehorsam sein. Kannst du dir sowas überhaupt vorstellen, dass es so etwas gibt für Bettina? Ich kenne das. Du kennst das. Ja. Und statt wie bisher mit diesem Trauma, mit dieser Oma und mit Omas Trauma dich zu identifizieren, könntest du doch mal jetzt spüren, wie fühlt sich das an, wenn du eins wirst mit diesem wahren Selbst. Davor allerdings ist es wichtig, scheint mir wichtig zu sein, dass du nochmal ein Stück Achtung ausdrückst, indem die rote Figur sich leicht verneigt vor dem wahren Selbst, drei Atemzüge lang. Und spür mal in dich selber hinein, wie fühlt sich das an, wenn du eins wirst mit diesem wahren Selbst? Dann, wenn du dich verneigst vor diesem wahren Selbst, wie fühlt sich das an, wenn du dich verneigst innerlich vor deinem eigenen wahren Selbst? Wird frei, ich kann durchatmen. Genau. Und jetzt kannst du mal spüren, vorsichtig, wie fühlt sich das an, wenn diese beiden Elemente eins werden? Die möglicherweise jahrzehntelang getrennt war. Leg mal so die Hand drüber und spür mal so in dich hinein. Wie fühlt sich das an, wenn diese beiden Elemente eins werden, die so lange Zeit getrennt?
Ich werde groß. Richtest dich auf. Ich werde gesehen. Und ich merke sowas wie, mir macht keiner ein X von U vor. So eine Klarheit. Ja. Also, Bettina, es scheint, wir sind auf der richtigen Spur. Damit jetzt diese Verbindung stabil bleibt, damit es nicht nur eine Eintagsfliege ist, ja, müsstest du lernen, genau zu unterscheiden zwischen dem, was hier und heute Bettina ist und dem, was gar nicht dazugehört. Und es betrifft alle die Elemente, die du nach unten verlagert hast. Als erstes nehmen wir mal dein eigenes Trauma mit dieser Oma, das war dieser Holzwürfel, dieser kleine Holzwürfel. Das war dann die Erfahrung als Kleinkind mit dieser ziemlich schwierigen Großmutter. Und gehört das hier und heute noch zu deiner Orientierung dazu? Ne. Da könntest du symbolisch dieses Trauma von damals stoppen mit einem kräftigen Stopp. Ja. Wie geht's dir dabei? Ja. Super. Und das ist genauso gesund wie bei dein Selbst kannst du ein bisschen zurückstellen, das ist da eher so ein bisschen im Wege. Und das ist genauso gesund wie bei den Raubtieren, dieser Reflex, dass sie ihr Territorium schützen. Welches Raubtier fällt dir da ein? Tigerin. Tiger, dann kannst du mit deinem Tigerschrei dieses Trauma stoppen. Ah! Genau, gleich nochmal. Ah! Ja, super, wie geht's dir da? Gut. Ja. Also der Tiger wird wach in dir. Der Tiger in dir wird wach. Und du hast eine wunderbare Tigerkraft und die gehört zu deiner Grundausstattung dazu. Die Aufgabe dieser Tigerkraft ist es eigentlich zu erkennen, was mit deinem Wesen gar nicht vereinbar ist. Wenn du das alles aus deinem Raum entfernst, dann kannst du 100% Tiger sein. Wenn du jetzt selber Elemente festhältst, die gar nicht in deinen Raum gehören, dann blockierst du selber diese Tigerkraft, dann fühlst du dich gelähmt und ohnmächtig und die Kraft richtet sich unter Umständen noch gegen dich. Du wirst depressiv, Selbstwertprobleme, Schuldgefühle, Krankheiten oder eben solche wirtschaftlichen Katastrophen. Und sobald du die Kraft da wieder einsetzt für den ursprünglichen Zweck, dann machst du eine ganz gegenteilige Erfahrung, nämlich du bist wieder handlungsfähig. Und das ist einfach geil. Oder vornehm ausgedrückt, das löst Glückshormone aus. Diesem Bewusstsein kannst du das Trauma nochmal stoppen mit einem Tigerschrei. Wie geht's dir da? Und wenn du denkst, dass du es nie wieder brauchst, kannst du es für immer entsorgen im kosmischen Wertstoffhof. Wie fühlt sich das an? Super. Also ich müsste nun noch was erklären. Diese Elemente, die dich bisher blockiert haben, die haben gar keine eigene Macht. Die haben ihre Macht nur von dir. Das heißt, du hast ihnen die Macht gegeben und dann kannst du ihnen natürlich auch die Macht wieder nehmen. Und wenn du ihnen den Stecker ziehst, dann zeigt sich, dass es alles nur Papiertiger sind. Wie kann ich anzünden und in den Ofen schmeißen? Genau. Und dieser Prozess, das nennen wir Self-Empowerment. Selbstermächtigung. Nächster Kandidat ist dein Überlebenselbst von damals. Das ist die Bettina, die einerseits sich für alles verantwortlich gefühlt hat, gleichzeitig aber auch dann so einen Todstellreflex gemacht hat, weil sie einfach überhaupt nicht aushalten konnte. Und damals für dein Überleben war das hilfreich. Heute ist es natürlich so Todstellreflex bei so einem Hauskauf. Das ist natürlich sehr problematisch. Ja. Ist nicht zu empfehlen. Und die Frage ist, bei allem Respekt für deine Vergangenheit, gehört es heute noch zu deiner Orientierung dazu, dieses Überleben selbst von damals? Nein. Dann könntest du doch zunächst mal symbolisch das stoppen mit einem Stopp. Wie geht's dir da? Sieht gut an. Kannst du schon vorbeugen, stoppen, bevor es überhaupt in deinen Raum kommt? Bist du schon drüben, bist einfach schneller als ein. Genau. Und mit Tigerschrei. Ja. Wie geht's dir da? Ja. Und wenn du denkst, du brauchst es nie wieder, kannst du es für immer entsorgen im kosmischen Wertstoffhof.
Ich habe so das Gefühl, ich habe so einen Tigerschwanz, der hier hinten am Wedeln ist. Ah ja, super. Ja. Wenn du guckst, schauen hier die Dings auf. Ja, ah ja, das ist der Tigerschwanz. Der schaut schon ins Nachbarzimmer rüber. Ja, super. Ja, es kommt einfach alles drauf an, wie man sieht, gell? Ja, genau. Okay. Dann entsorgt doch mal diesen. Genau. Und es wird recycelt, es wird nicht abgewertet oder so, sondern es ist einfach, es ist für dich nicht mehr tauglich und es ist vielleicht für andere tauglich. So, und dann kommt die Oma und ihr Trauma. Die beiden Elemente, die brauchen wir jetzt. Es ist so schwer, das auf den Tisch zu heben, Ero. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist. Ich erwarte noch mehr. Nimm es mal auf deine Handfläche, ob dir das irgendwie vertraut ist. Nein, nur das Trauma, nur den blauen Würfel. Den blauen Würfel, nein, die, Entschuldigung. Die Oma kommt auf den Tisch und der blaue Würfel kommt auf deine Handfläche. Und schau mal, ob dir dieses Schicksal und diese Probleme deiner Oma vertraut sind, so als wärst du dafür verantwortlich. Also es taucht so auf, dass meine Mutter vollkommen überfordert war mit meinem Missbrauch. Also die Mutter war überfordert, da gab es deinen Missbrauch, da gab es diese schreckliche Oma und du warst dazwischen und dann gab es auch noch Missbrauch. Von wem war der Missbrauch nochmal? Von mir als 5-Jährige. Und wer war der Täter? Ein 14-jähriger Nachbarsjunge und meine Mutter war vollkommen überfordert. Das heißt, sie hat mich dann auch noch missbraucht, indem dass sie mir die Unterhose runtergezogen hat und hat geguckt, ob ich an mir gespielt habe und hat mir dann Vorwürfe gemacht und Schuldzuweisungen. Also sie hat dich da emotional total im Stich gelassen. Ja. Und spätestens da hat die Kleine gesagt, also Mädchen ist nichts, das ist die falsche Rolle, ich muss ein Junge sein. Genau. Okay, also das haben wir, aber jetzt ist nur am Rand, das haben wir jetzt, lassen wir, es geht jetzt hier um diese Beziehung mit dieser Mutter, dieser Großmutter. Aber es ist jedenfalls, du kennst diese Probleme und vielleicht wollte sie auch für deine Mutter diese ganzen Probleme übernehmen, damit die Mutter irgendwie entlastet ist. Und ist denn dadurch irgendetwas besser geworden, dass du dich da zuständig gefühlt hast für diese ganzen Probleme? Ich war immer verantwortlich für diesen ganzen emotionalen Stress. Ja. Also es ist so, du bist da nicht zuständig und da, wo du nicht zuständig bist, kannst du prinzipiell grundsätzlich nichts bewirken. Der Misserfolg ist vorprogrammiert. Die Erfolglosigkeit. Was du sicher damit dadurch bekommst, ist die Erschöpfung. Und du verlierst noch die Achtung für die Person, deren Probleme du dich zuständig fühlst, und für dich selber. Und wenn du das erkennst, dann könntest du dich entscheiden, diese Probleme mit Respekt dazulassen, wo eigentlich die Verantwortung. Und dazu gibt es einen klassischen Satz in Richtung Oma. Oma, du hattest ein sehr schweres Schicksal. Oma, du hattest ein sehr schweres Schicksal. Und du hast es auf deine Art und Weise getragen. Und du hast es auf deine Art und Weise getragen. Oder vielleicht auch nicht. Ich werde stumm, Ero. Ich weiß nicht warum, aber ich werde stumm. Oder vielleicht auch nicht. Es war deine Art zu überleben. Es war deine Art zu überleben, du. Und nur weil du überlebt hast, konnte ich mein Leben bekommen. Und nur weil du nur. Da taucht das Wort Missgeburt auf. Ich weiß nicht warum, aber nur, boah. Da taucht dieses Wort Missgeburt auf. Das ist ja diese massive Abwertung, Ja. die du da erlebt hast. Und das gehört nicht zu dir, das gehört zu Mutters, Großmutters Trauma.
Und wenn du hast da möglicherweise so etwas Ähnliches erlebt, das beobachten wir in diesen schwer traumatisierten Familien, dass deine Enkelin so ein ähnliches Trauma hat wie die Großmutter und dadurch dann sich dieser Großmutter irgendwie verbunden fühlt. Ich habe aber auch ganz oft gehört, du bist ein Missgeburt. Ah ja. Ich habe das ganz oft gehört, du Missgeburt, du Sore, du Drecksau, du. Okay, ja, also dass alle diese Elemente, diese Abwertungen, die du gegen dich gehört hast und vielleicht verinnerlicht hast, die dich bis heute begleiten, die werden wir nachher an die richtige Adresse zurückgeben. Aber das ist ein späterer Schritt. Jetzt geht es zunächst mal darum, dass du dieses Schicksal und die Probleme der Großmutter wirklich da lässt, wo sie hingehören, und das ist bei der Großmutter. Und da sind wir mittendrin. Nur weil du das damals überlebt hast, konnte ich mein Leben bekommen. Nur weil du das damals überlebt hast, konnte ich mein Leben bekommen. Und da steht es mir nicht zu, darüber zu urteilen, wie du überlebt hast. Und da steht es mir nicht zu, wie zu urteilen, wie du überlebt hast. Und es steht mir auch nicht zu, mich da einzumischen. Und es steht mir da auch nicht zu, mich da einzumischen. Das achte ich jetzt, indem ich deins ganz bei dir lasse. Das achte ich jetzt, indem ich deins ganz bei dir lasse. Und dann legst du den Würfel einfach neben die Großmutter. Legst du einfach daneben. Ich mag ihn einfach mal oben drauf tun, warum auch Nee, immer. nee, 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 legst daneben. Du musst da nicht oben auf drauf sein. Du daneben, das genügt. Das ist der Zuständigkeitsbereich der Oma. Da gehört es jetzt hin. Und jetzt spür mal in dich hinein, wie geht es dir jetzt innerlich, wenn du das alles abgegeben hast, was ja eigentlich gar nicht zu dir gehört, wo du auch gar nicht zuständig bist. Also es gibt Luft und es ist so was wie, als würde sich was verabschieden aus meinem Raum. Großmutter, die so Schweres erlebt hat, die ist möglicherweise gar nicht mit ihrem wahren Selbst verbunden. Natürlich hat die Großmutter wie jeder Mensch auch einen gesunden Wesenskern. Dafür brauchen wir jetzt eine schmale gelbe Figur. Schmale, hohe gelbe Figur, irgendwas, was da so passt. Ja, super. Aber es kann sein, dass so diese Großmutter, die nicht traumatisiert ist, die würde sich natürlich freuen über so eine wunderbare Tochter und eine wunderbare Enkelin. Und würde sich freuen, dieser wunderbaren Enkelin diese bedingungslose Liebe zu schenken, einfach weil diese Enkelin da ist. Allerdings kann es sein, dass die Großmutter nie mit diesem Selbst verbunden war und dass du diese Liebe nie oder nur ganz selten gespürt hast. Und das, was du aber erlebt hast, das war dieses Überleben selbst der Großmutter. Ja, durch ihr eigenes Trauma war sie verbittert, war sie verwirrt, war sie böse. Und dafür brauchen wir jetzt eine schlanke, hohe, blaue Figur. Ja. Und die stellst du mal der roten Figur gegenüber. Das ist das falsche Selbst deiner Großmutter. Und die beiden Figuren darfst du ein bisschen näher zu dir nehmen. Nein, nicht mit verbeugen, gar nichts. Nein, 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 nein. es fällt in den Todstellenreflex rein. Sorry, aber. Dann nimm die mir ein bisschen weiter weg, die Uhr, die, diese, das falsche Selbst der Großmutter. Das war die Großmutter, die du kennengelernt hast, die in diesem Überlebensmodus war, die verwirrt war und die bösartig war, giftig war, die auch so sagen konnte, du Missgeburt und sowas. Da gab es eine ganze Reihe von Verletzungen, seelische Verletzungen, körperliche Verletzungen. Und wen hast du wegen dieser Verletzung abgelehnt? Deine Großmutter oder dich selber? Ich selber. Das ist ja leider häufig so, dass man vielleicht ansatzweise so eine Wut spürt auf die Großmutter und dann fühlt man sich gleich schuldig. Oder es kann sein, weil man ja so ausgeliefert und hilflos ist, dass man dafür dann massiv bestraft wird. Und dann bleibt es einem nur noch übrig, das alles gegen sich selber zu richten. Und das ist das, diese Selbstabwertung, Selbstschädigung, das ist ja das, was dich bis heute begleitet, jetzt bis zuletzt im Kauf dieses Hauses. Und jetzt besteht die einmalige Chance, dass du diese Ablehnung, die du bisher gegen dich gerichtet hast, endlich an die richtige Adresse geben kannst.
Und so zur Vorbereitung gibt es diesen Satz in Richtung falsche Selbst der Großmutter. Dein Verhalten hat mich zutiefst verletzt. Dein Verhalten hat mich zutiefst verletzt. Wenn ich das damals schon verstanden hätte, hätte ich nur dich deswegen abgelehnt. Und wenn ich das damals verstanden hätte, hätte ich nur dich dafür abgelehnt. Und vielleicht auch gehasst. Und vielleicht auch gehasst. Statt mich selber Statt mich selber. oder meine wahre Großmutter. Oder meine wahre Großmutter. Geht's dir, wenn du das sagst? Mir wird's schlecht, Ero. Also das ist eine neue Sichtweise. Ein Kind kann diese Differenzierung gar nicht durchführen. Aber als Erwachsene kannst du diese Differenzierung durchführen. Und dann ist jetzt die Frage, dieses falsche Selbst der Großmutter, nach der du ja dein eigenes falsches Selbst mehr oder weniger konzipiert hast, brauchst du das heute noch für deine Orientierung, ja oder nein? Darf ich mein Erwachsenes selbst mal neben mich stellen? Ich glaube, Ja, das ist leichter. sehr gut. Ich kann mich erinnern, dass ich damals heftigst reagiert habe bei der ersten Aufstellung zu meiner Großmutter. Genau, das passt dazu. Und jetzt ist die Frage, gehört heute noch dieses falsche Selbst an der Großmutter zu deiner Orientierung, ja oder nein? Nein. Dann könntest du dieses Symbol der falsch, das falsche Selbst, könntest du stoppen mit einem kräftigen Stopp. Ja. Ja. Und du kannst schon vorbeugen, stopp, genau. Du musst gar nicht abheben, sondern du kannst auf dem Boden bleiben. Ja, genau. Ja. Wie geht's dir da? Etwas besser. Und das könntest du auch mal mit Tigerschrei stoppen. Ich würde gerne noch was sagen und ich hab mich total vor dir geekelt. Ich habe einen richtigen Ekel vor dir gehabt und den merke ich gerade. Ja, also ich denke, es kann sein, dass noch mehr kommt, nicht nur Ekel, sondern auch Wut. Diese Abwertung und auch Missgeburt, vielleicht könntest du das auch dieser Oma, diesem falschen Selbst mal an den Kopf schmeißen. Ja. Du falsche Missgeburt oder irgend sowas, alles, was dir da einfällt, ja? Ja, endlich kommst du an die richtige Adresse. Missgeburt, du Drecksau, du Sau, du. Ah! Stopp. Ich Stopp. hasse dich. Ja, genau. Da gehört's hin. Und das ist gesund und das ist erlaubt und da musst du kein schlechtes Gewissen haben und keiner ist dir böse dafür. Und das hat jetzt 40 oder 50 Jahre lang geschlummert in dir, ja? Dieser Hass und diese Wut. Und keiner hat es bisher befreien können. Und jetzt darfst du es befreien. Da gehört es hin. Ja. Und dadurch achtest du dich selber, dieses Kind, was damals so verletzt wurde und was diese Gefühle bekommen hat, wenn ein Kind solche Gefühle bekommt, hat es immer eine Ursache. Es hat immer recht. Ein Kind hat immer recht mit diesen Gefühlen. Kind ist nicht falsch. Wenn ein Kind solche Gefühle hat, dann ist es immer echt. Und dann ist es wichtig, das einfach mal ans Licht zu bringen und auszusprechen. Ja, dadurch wird das Kind gewürdigt. Ich würde gern sagen, du falsches Missgeburt, du falsches, also ich würde es gerne nochmal stoppen mit Ja, dem macht es doch. Alles, was dir einfällt. falsches Missgeburt, du falsches Sorge, du falsche Drecksau. Ja, genau. Und Damit wie geht's? hab's ausgedrückt. Ja, wie geht's dir jetzt? Ah. Ja. Und in gewisser Weise achtest du aber auch diese Großmutter, die tatsächlich ja ein Missstück war. Ja? Es wird ihr gerecht. Dieses Schleimen, das bringt doch nichts. Und Unterwerfung, ja, Todstellreflex, das ist keine Achtung für so ein Missstück. Genau. Und wenn du denkst, du brauchst dieses Missstück nie wieder für deine Orientierung, dann kannst du es für immer entsorgen im kosmischen Wertstoffhof. Ja, genau. Und dann haben wir jetzt noch den blauen Würfel für das Symbol für das Schicksal, das schwere Schicksal dieser Großmutter. Gehört es noch zu deiner Orientierung dazu? Nee, ich würde gerne einen Schluck trinken, Ero. Kleinen Moment, bitte. Natürlich. Ist doch gut, dass du dich selber nicht vergisst dabei. Und wenn du denkst, du brauchst es auch nicht mehr, kannst du es gleich hinterher schießen. Ja.
Bettina, jetzt hast du Tabula Rasa gemacht. Ja. Wie fühlt sich das an? Meine Tigerin wedelt mit dem Schwanz. Du hast auch einen Schwanz, gell? Wie die Jungs. Ja. Wie die Jungs, genau. Jungs, genau. Ja, Ich habe einen genau. weiblichen Körper. Natürlich. Jetzt haben wir da, steht am Tisch noch der Wesenskern deiner Großmutter. Diese Großmutter hatte natürlich einen gesunden Wesenskern. Eine Großmutter, die nicht traumatisiert ist, die sich freut, so eine wunderbare Enkelin zu haben, also ein tolles Weib, und die dieser tollen Enkelin gern ihre Liebe zeigt, einfach weil sie da ist. Kannst du dir vorstellen, dass es so eine Liebe gibt für Bettina? Also geben tut sie sie irgendwie schon. Ja, okay, das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist, wärst du jetzt bereit, mal zu schauen, ob du dein Herz öffnen könntest für so eine bedingungslose Liebe einer nicht traumatisierten Großmutter? Ich würde es gerne mal versuchen. Ja, dann nimm doch dieses Symbol mal an dein Herz und schau mal, ob du dein Herz öffnen kannst für die bedingungslose Liebe einer Großmutter, die nicht traumatisiert ist. Dein Herz öffnen kann oder ob du es automatisch wieder verschließt. Es kommt Verständnis, es kommt Trauer. Anders. Nein, nein. Also dann brauchen wir den Filter. Hast du einen Filter da? Handtuch zusammen? Nee, nee, nee. Nein, nein, es muss ein ganz, ein Handtuch sein, was du ein paar Mal faltest. Moment, ich muss erstmal hier aus meinem Dings raus. Das Handtuch, das faltest du jetzt ein paar Mal, bis es dann so ungefähr ein handflächengroßes, großen Filter ergibt. Ein dicker Filter. Ja, genau. Ja, dann noch einmal auseinander, das reicht dann. Und so tust du es mal auf dein Herz. Und auf die andere Seite nimmst du mal dieses wahre Selbst deiner Großmutter. Du kannst sicher sein, alles Giftige, das wird weggefiltert. Und das, was durchkommt, ist nur noch die pure, reine Liebe einer Großmutter, die nicht traumatisiert ist, die sich freut, so eine wunderbare Enkelin zu haben, die sich freut, dieser Enkelin eine bedingungslose Liebe zu schenken. Ich habe den Impuls, die Hand hier drauf zu legen und gleichzeitig so das Alte abfließen zu lassen, diese Erinnerung, die ich an ihr hatte. Also so diese Liebe anzunehmen und das Alte, ich weiß nicht warum, aber es taucht gerade auf. Ich habe Ja. Bilder im Kopf, die würde ich gerne hier oder Okay. ich lege Das sie jetzt. ist ganz okay. Die Frage ist, kannst du diese Liebe spüren? Ich kann diese Liebe spüren, Ja. aber ich kann sie in dem Moment annehmen, wo ich das Alte weggehen lasse. Super, wenn das für dich so stimmig ist, ist ein sehr schönes Bild, dann lass es einfach in die Erde fließen. Sozusagen wie so Ölwechsel, ja. Das Falsche wird rausgelassen und dafür kommt jetzt das richtige, endlich der richtige Treibstoff kommt jetzt richtig Jetzt kommt's an. rein. Jetzt. Genau. Und der Teil von dir, der diese wahre Liebe spürt, das ist dein eigener Wesenskern. Es ist dein wahres Selbst. Wir wissen ja von diesem wahren Selbst, dass es zu deiner Grundausstattung gehört, unverlierbar und zerstörbar. Aber wir haben gelernt, gerade durch die Bearbeitung von so frühen Traumata, dass dieses Potenzial erst geweckt werden muss.
Wenn man Glück hat, wird es geweckt durch die bedingungslose Liebe der Eltern. Und wenn die jetzt aber so verwirrt sind, dass das gar nicht geht, dann kann man das nachholen in so einer Sitzung. Und wenn du dich verbindest jetzt mit diesem wahren Selbst, dann kannst du auch spüren, dass du dann ein anderes Wertgefühl hast. Dann ist es gar nicht mehr so wichtig, was du leistest oder was die anderen von dir denken. Davon wirst du immer unabhängiger, weil du hast in dir selber so ein Wertgefühl. Kannst du das spüren? Ja, und ich habe gerade so das Bild, es ist wie eine Schnecke, die sich öffnet und all das, was nicht zu mir gehört, all das, was nicht da ist, geht raus und gleichzeitig ist das andere in mir drin und irgendwann fängt es an, wie so eine Schnecke, also hier im Kreis, in den Arm, auch nach außen fließen zu können. Also dieses Bild habe ich gerade. Schön, dass du solche Bilder hast. Ja, diese Bilder, das ist so dieselbe Ebene wie auch diese Symbole. Und das ist so ein Ausdruck dafür, dass so innerlich jetzt was passiert bei dir. Und wenn du dieses Wertgefühl hast, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass du auch anders die Liebe und Zuwendung von anderen Menschen annehmen kannst. Ohne dieses Wertgefühl kann es manchmal schwierig sein. Da gibt es so Bedenken, meint der andere das überhaupt ernst? Meint der andere überhaupt mich? Habe ich überhaupt das Recht, so eine Liebe anzunehmen? Da kann es sein, dass da Liebe für dich da ist, aber du verhungerst am gedeckten Tisch. Im Moment eigentlich nicht, weil ich habe einen wunderbaren Partner gefunden, der auch Tiger ist. Wunderbar. Also, aber das kennst du vielleicht von früher. Also jedenfalls, und jetzt, je mehr du verbunden bist mit diesem wahren Selbst und dieser Wertigkeit, so eher kannst du auch die bedingungslose Liebe anderer Menschen annehmen, und zwar bis du ganz satt bist. So satt bist, dann kannst du aus dieser Fülle heraus auch deine bedingungslose Liebe verschenken an andere Menschen, ohne Bedingungen, ohne Absicht. Diese Qualitäten, dieses wahre Selbst, dieses Selbstwertgefühl, das nennen wir intrinsisches Selbstwertgefühl, diese Fähigkeit, Liebe anzunehmen, Liebe weiterzugeben, das gehört zu deiner Grundausstattung dazu, unverlierbar, unzerstörbar. Das haben wir jetzt durch diese Übung mit dem wahren Selbst deiner Großmutter erfahren. Das konntest du jetzt erfahren. Deswegen kannst du jetzt dieses wahre Selbst deiner Großmutter wieder auf den Tisch stellen. Gehst du mal mit der roten Figur zu deinem eigenen wahren Selbst. Das ist die Bettina, die gerade geweckt wurde durch die Begegnung mit dem wahren Selbst der Großmutter, die jetzt die Erfahrung gemacht hat, dass sie es wert ist, geliebt zu werden. Und spür mal nach, wie fühlt sich das an, wenn du jetzt ganz eins wirst mit dieser Alle Bettina. zusammen hier zu. Ja, wenn du jetzt eins wirst mit dieser Bettina, die weiß, sie ist es wert, geliebt zu werden, einfach weil sie da ist. Es ist dieses Umkehren. Ich kann die Liebe nach außen geben, in eine andere Richtung. Genau. Du kannst die Liebe weitergeben. Das ist dein Reichtum. Das macht dich reich. Ist das, was dich wirklich reich macht. Nicht die Dollars machen dich reich. Das ist neu, das ist ungewohnt, das fühlt sich vielleicht verboten an. Kann sein, dass der Controlletti, kennst du den Controlletti? Dass der ab und zu mal vorbeikommt bei dir spielt. Hat sich verändert. Okay. Hat sich verändert. Dennoch ist es neu und es ist natürlich nicht ganz, könnte auch wieder rückfällig werden und dafür brauchen wir jetzt die Gegenabgrenzung. Dazu brauchen wir eine runde rote Figur, die vertritt den Trainer. Der Trainer, der vertritt das Realitätsprinzip. Ah ja, super.
Das ist ja ein richtiges Format, ja. Der hat Potenz, der Trainer. Und jetzt stellst du dir mal vor, die Bettina von heute geht aus versehentlich nochmal zurück zu dem Trauma mit dieser Großmutter und der Trainer stoppt dich kraftvoll und dann sagt er was zu dir und du hörst einfach mal, was er zu dir sagt. Das bist du nicht, das hat mit dir nichts mehr zu tun. Das nimmt dir die Klarheit und die Kraft, das nagelt dich fest in der Vergangenheit. Kommt es an bei dir? Bist du gar nicht, es nimmt dir die Kraft und die Klarheit, es nagelt dich fest in der Vergangenheit. Nächster Kandidat ist dein Überlebenselbst von damals, diese Bettina, die sich einerseits für alles verantwortlich fühlte, gleichzeitig aber in Todstellreflex ging, weil das alles viel zu viel war. Und auch da stoppe ich der Trainer, hör mal, was er dir dazu sagt. Das bist du gar nicht, das hat mit dir gar nichts mehr zu tun, das schadet dir nur. Es raubt dir deine ganze Energie, es raubt dir deine Würde und es ist mit deinem Wesen überhaupt nicht vereinbar. Das bist du nicht, das schadet dir nur, es nimmt dir deine Würde, deine Energie, es ist mit deinem Wesen überhaupt nicht vereinbar. Oder Als nächstes gehst du diesen schrecklichen Schicksalen deiner Großmutter und wieder stoppt dich der Trainer, hör mal zu, was er dir da sagt. Das bist du nicht, geht dich nicht an, es betrifft dich überhaupt nicht. Wieso mischst du dich da überhaupt ein? Mit Liebe hat das nichts zu tun, das verführt dich nur zum Größenwahn. Musst auch mal wirken lassen, Mädchen. Wie kommt es denn bei dir an mit Größenwahn? Wie kommt es an bei dir? Es verführt dich nur zum Größenwahn. Kannst du es nachvollziehen? Und aus dem Größenwahn resultiert dann der Kleinheitswahn und der Todstellreflex. Ja, weil es geht ja gar nicht. Da bist noch mal Mann, Ero. Genau, nochmal. Das bist du nicht. Was mischst du dich da überhaupt ein? Mit Liebe hat das gar nichts zu tun. Das führt dich nur zum Größenwahn und zum völligen Zusammenbruch. Kommt es an bei dir? Als nächstes gehst du in Richtung falsche Selbst der Großmutter. Das war diese Großmutter, die im Überlebensmodus war, verwirrt und destruktiv und verletzend bis zum geht nicht mehr. Und als Kind hast du vielleicht versucht, das irgendwie zu verstehen, dich anzupassen, sie zu ändern, was weiß ich alles. Und der Trainer sagt dir ganz klar, hör mal, was er dir sagt. Moment. Geht dich doch überhaupt nicht an. Das bist du gar nicht. Bist überhaupt nicht zuständig. Da hast du nichts verloren. Kommt es an? Kommt an. Das könnte sehr erleichternd sein. Nochmal? Bist du nicht, das geht dich gar nichts an, da hast du nichts verloren. Bist du überhaupt nicht zuständig? Bettina, nun ist es so, ein Kind missversteht es ja oft als Liebe, wenn es sich so Gedanken macht um die Probleme des anderen. Ja? Liebe zur Großmutter, Liebe zur Mutter, zu wem auch immer. Und das kennst du vielleicht auch aus Beziehungen, dass du manchmal dazu neigst, die Gedanken zu machen um die Probleme eines anderen und dass du selber das für Liebe hältst. Und angenommen, der andere würde mal sagen, stopp, das geht dich doch nichts an, dann könnte es sogar sein, dass ich das dann als Ablehnung erlebst. Nee, das ist vorbei, Aro. Aber das war früher so. Das war früher so, aber das ist vorbei. Aber wir machen es einfach nochmal, wir arbeiten es nochmal durch, weil das, ja, damit du da auch nicht rückfällig wirst und einfach auch, das nochmal zu zeigen, wie das geht. Also, dann daran sehen wir, dass du in dieser Familie eine ganz wesentliche Qualität einer Tigerin nicht lernen konntest. Nämlich, dass du abgegrenzt wirst mit Respekt. Daher einerseits der Größenwahn, andererseits diese leichte Kränkbarkeit. Und dann kann es sein, dass du den Menschen lieber aus dem Weg gehst, die dich so klar abgrenzen, weil sich das immer so verletzend anfühlt, oder früher jedenfalls. Und dass es dir wohler war mit Menschen, die sich nicht so klar abgrenzen, die eher bedürftig sind, die eher traumatisiert sind. Und das kommt dir vielleicht vertraut vor. Aber da ist es halt ganz leicht so, dass du dann wieder in diese Abhängigkeitsbeziehung. Genau. An sich bist du stark, du bist eine Tigerin, du könntest einen starken Partner haben, wie du ihn inzwischen ja schon hast. Ja, du bist ja schon ganz stolz darüber, mit Recht, ja.
Und privat oder, und beruflich, wenn du lernst, das sportlich zu sehen. Und da diese Fähigkeiten, die kann dir eben der Trainer noch beibringen. An dem, der Stelle verweise ich immer auf diesen Link, auf dieses Video, auf meinem YouTube-Kanal von dem Löwenbändiger. Weil diese Fähigkeit, sagen wir mal, so Körpersignale auszusenden, stopp, komme nicht näher, sonst kracht's. Das ist eigentlich grundlegend wichtig für Wesen, die sich wehren können, die wehrhaft sind. Egal, ob es Tiger sind oder Menschen. Und wenn man das nicht gelernt hat, dann geht man einfach unter. Dann, und jetzt geht es darum, dich fit zu machen für diese Tigerliga. Und der Trainer, den du da ausgesucht hast, der hat von mir persönlich die Lizenz, mit dir dieses Training durchzuführen. Kennst du schon, aber. Du stellst dir vor, du gehst in bester Absicht in den Raum eines anderen und der Trainer stoppt dich kraftvoll, hör mal, was er dir sagt. Ich bin auch ein Tiger, so sind wir Tiger. Das sind unsere Spielregeln. Da drüben bist du die Tigerin und natürlich respektiere ich das. Aber ich bin eben auch ein Tiger. Und wenn du meine Grenzen respektieren würdest, könnten wir uns auf Augenhöhe begegnen. Kommt es bei dir an? Ja. Ja, also das ist normal, müsstest du da gar nicht gekränkt sein. Im Grunde ist es wie ein Kontaktangebot. So nach dem Motto, du Tiger, ich Tiger, dann könnte doch was laufen zwischen uns. Und dann ist es wie ein Kontaktangebot. Und es kann sein, dass du früher diese Kontaktangebote gar nicht wahrgenommen hast und verpasst hast. Aber jetzt glücklicherweise hat sich da ja schon was geändert. Das nächste, noch ein zweiter Durchgang. Hey, ich bin noch ein Tiger. Und ich weiß, dass ich dir das zumuten kann, denn ich weiß ja, dass du ein Tiger bist. Und es kann aber sein, dass du es vergessen hast. Oder vielleicht wollen sie dich auch umerziehen zu einem Hauskätzchen. Und so langsam wird es Zeit, oder anscheinend hast du dich ja schon entschieden, dass du in die Tigerliga gehörst. Genau, und wenn dann der andere dich stoppt, dann musst du auch nicht mehr gekränkt sein. Im Gegenteil, du erinnerst dich dran, Tigerliga, das passt genau für mich. Und gleichzeitig weißt du, der andere hält auch was aus. Du kannst ihm auch deine Tigerpower zeigen, inklusive Tigerschwanz. Ja? Und dann weiß er, aha, ja, du bist ebenbürtig und dann könnt ihr gemeinsam auf die Tigerparty gehen. Genau. Ja. Okay, ich denke, das wirkt. Ja, und mit dem, das, kurz mit diesem Training bekommst du sozusagen die Tiger-App, da hast du gratis Zugang zur Tiger-Liga und zur Tiger-Party. Bisher hattest du möglicherweise mehr die Trauma-App, da hast du gratis Zugang zu allen Menschen, die traumatisiert sind. Und Tiger-Party gibt es da natürlich nicht, da gibt es nur Trauma-Party ohne Ende. Nee, ich will keine Trauma-Party mehr. Es gibt die. Inklusive Neubauten, die Renovierungs Häuser, die renovierungsbedürftig sind. Okay, das lassen wir. Jetzt kennst du noch das Thema Erschöpfung und Burnout, oder ist es kein Thema für dich? Kein Thema mehr für dich? Kennst du noch das Thema, dass du dich immer wieder mit Themen der Vergangenheit beschäftigst, das immer wieder durchkaust? Nee, das hat sich auch verändert, aber wir können es gerne nochmal machen, wenn Einfach einmal, dass du das so spürst. Du gehst aus Versehen nochmal zurück in die Vergangenheit. Trainer stoppt dich kraftvoll immer wieder. Stopp, es gibt kein Zurück. Vorbei ist vorbei. Was mal so tot ist, kommt auch nie mehr wieder. das ist schon längst verwest. Dann gehst du mal zu deinem wahren Selbst. Schau mal, wie jetzt die Verbindung ist mit deinem wahren Selbst. Mit Das diesem Bettchen. will Tiger Party spielen. Okay. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo du die kleine grüne Figur dazu holst, die Bettina von damals, die ja in dieser Familie offenbar nicht das Gefühl bekommen hat, dass sie ganz okay ist, so wie sie ist. Auch da darfst du mal symbolisch die Brille dieser Familie ablegen. Und dann schaust du mal mit deinen eigenen Augen auf diese kleine Bettina von damals. Gibt es an dir etwas auszusetzen? Ne. Dann kannst du auch zu dieser kleinen Bettina sagen, du bist goldrichtig. Du bist goldrichtig. Und schade, dass diese kranke Familie, die das nicht vermitteln konnte. Und schade, dass diese kranke, psychotische, verwirrte Familie dir das nicht vermitteln konnte. Und ich habe mich von dieser Verwirrung anstecken lassen.
Und ich habe mich von dieser Verwirrung und allem, was dazugehört, anstecken lassen. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Das hast du auch nicht verdient. Das hast du auch nicht verdient. Jetzt leg mal einen Finger auf die kleine Bettina. Wie geht es der kleinen Bettina, wenn sie das von dir hört? Die will Tigerparty spielen. Okay. Dann, wie war es denn, wie die Bettina auf die Welt gekommen ist? Konnte er dann sie begrüßen ohne Wenn und Aber oder gab es da schon Probleme? Es gab schon Probleme im Mutterleib. Meine Mutter war überfordert mit der Schwangerschaft. Okay. Also eine bedingungslose Begrüßung sieht anders aus und dann könntest du doch mal das nachholen. Wir wissen heutzutage, wie wichtig so eine bedingungslose Begrüßung für das gesunde Selbstwertgefühl ist. Und wir wissen auch, wenn die Eltern das versäumt haben, kann man das selber nachholen. Bist du bereit, das für die kleine Bettina nachzuliefern? Dann könnt sie doch sagen, wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Gleichzeitig so stark und wild wie eine Tigerin. Und gleichzeitig so stark und wild wie eine Tigerin. Und so zart und sensibel wie ein Kätzchen. Und so zart und so sensibel wie ein Kätzchen. Und so schmusig wie ein Kätzchen. Natürlich. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Und noch dazu eine ganz besondere. Und noch dazu eine ganz besondere. Wie geht's der kleinen Bettina, wenn sie das von dir hört? Die freut sich. Ja. Die ist erleichtert. Nun hat diese Bettina ja unvorstellbar vieles an Verletzungen und Verwirrung erlebt in dieser Familie, aber wieder alles erwarten, sie hat überlebt. Ja, hat sie. Das kann man doch mal würdigen. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du dich nicht komplett totgestellt hast und nicht komplett verwirrt und verrückt geworden bist. Genau. Und danke, dass du die Alte nicht umgebracht hast. Und danke, dass du die Alte fast beinahe nicht umgebracht. Wie ist das für die Kleine, wenn sie das hört? Ja, ich möchte den Satz ergänzen, danke, dass du sie nicht fast beinahe aus der Verwirrung umgebracht hast. Ja, natürlich. Danke, dass du selber nicht verrückt geworden bist. Und danke, dass du dabei selber nicht verrückt geworden bist. Ja, das war alles andere als selbstverständlich. Und es war alles andere als selbstverständlich, genau. Wie ist es für die kleine Bettina, wenn sie das von dir hört? Fühlt sich gut an, ja? Dann können Sie doch auch sagen, trotz allem haben wir beide das ganz gut gemacht. Und trotz allem haben wir beide das ganz gut hingekriegt und ja. Wir beide sind ein super Team. Und wir beide sind ein super Team. Ja, wie ist das für die Kleine, wenn sie das von dir hört? Ja. Genau. Nun, damals konntest du die Kleine nicht schützen, das ging einfach nicht. Aber heute könnte es anders sein. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Dass du abgewertet wirst. Dass du abgewertet wirst, dass Dass du du beschimpft wirst, missbraucht wirst. dass du missbraucht wirst, Dass du abgewertet wirst. dass du abgewertet wirst, dass du geschlagen wirst, dass du dich verantwortlich zu fühlen hast für andere, dass du überfordert wirst, Dass dir Schuldgefühle gemacht werden. dass dir Schuld- und Schamgefühle gemacht werden Dass du Gehirn gewaschen wirst. und dass du Gehirn gewaschen wirst. Das alles ist vorbei. Und das alles ist vorbei. Wie geht es der kleinen Bettina, wenn sie das von dir hört? Ja. Und an dieser Stelle hat die kleine Bettina eine Botschaft für dich. Ich möchte jetzt sagen, ich habe das damals alles überlebt und ich habe keinen Schaden davon getragen. Und es ist mir ganz wichtig, dass du das heute weißt. Kommt das jetzt bei dir an? Es rührt mich. Und ich glaube, ich weiß, warum sie dir das sagen möchte. Sie möchte dir sagen, ich brauche jetzt nicht dein Mitleid, das kannst du dir sparen. Nee, es ist kein Mitleid, sondern Nein. es rührt mich einfach. Ja, gut. Und ich brauche auch keine Entschuldigung von dir. Kannst du dir auch sparen. Ich brauche auch keine Schonung. Ja. Keine Ausreden mehr, ich möchte endlich mit dir auf die Tigerparty. Kommt es an bei dir? Ja, logisch.
Es kann es sein, dass auch heute diese bedürftige Seite von Bettina zu kurz kommt. Du hast einen Beruf, du hast Partner, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, auch eine Tochter, gell? Nee, ich habe einen Sohn. So. Manchmal will man ja dem Sohn das ersparen, was man selber erlebt hat, und dann kann es sein, dass man den irgendwie verwöhnt und gleichzeitig sitzt die kleine Bettina auf der Kellertreppe bei Trockenbrot oder was. Kannte ich ja. Kanntest du. Also es ist irgendwie verständlich, aber natürlich gegenüber der kleinen Bettina war das nicht so ganz fair. Manchmal denkt man auch, die Bettina hat es irgendwie überlebt. Ich habe so viele andere wichtige Dinge zu tun. Ich kann mich doch heute nicht auch noch um die kleine Bettina von damals kümmern. Auch verständlich, aber auch nicht so wirklich fair gegenüber der Kleinen. Dann hat man manchmal einen Partner und dann denkt man, naja, vielleicht könnte der sich um diese bedürftige Seite kümmern. Ist auch verständlich, aber es ist nicht so fair. Der Partner ist ja im besten Fall interessiert an der erwachsenen Bettina. Also der kümmert sich auch nicht um die Kleine. Also das Super. macht auch nicht zu. Jetzt, aber was jetzt die kleine Bettina angeht, da wäre es ja gleich dreifach unfair. Jetzt hatte die erstmal schon diese Eltern, die sich gar nicht richtig wahrnehmen konnte, denn du selber konntest sie lange Zeit nicht wahrnehmen. Dann hast du vielleicht auch früher noch einen Partner überlassen, der sich ja gar nicht für sie zuständig fühlt. Was hast du die ganzen Jahrzehnte lang dieser kleinen Bettina alles zugemutet? Und das ist ja direkt ein Wunder, dass die überhaupt noch gute Miene zum bösen Spiel macht. Wen braucht die kleine Bettina eigentlich? Mich, ja. Dann könntest du auch sagen, für dich bin nur noch ich zuständig. Für dich bin nur noch ich zuständig. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Noch vor meinem Sohn. Noch vor meinem Sohn. Und ich überlasse dich auch nie wieder einem netten Herrn an meiner Seite. Und ich überlasse dich auch nie wieder einem netten Herrn an meiner Seite. Wäre das für die kleine Bettina? Gut, Bruder. Und wie ich die kleine Bettina einschätze, möchte die unbedingt was anstellen. Die hat sie ja schon so angedeutet. Geht das überhaupt bei dir? Oder geht es bei dir eher so kontrolliert und leistungsmäßig zu? Nee, ich stehe schon Schmiere für sie. Dann konkretes Angebot. Bei mir darfst du noch heute etwas anstellen. Bei mir darfst du heute noch was anstellen. Und natürlich stehe ich dann Schmier für dich. Und natürlich stehe ich dann Schmiere für dich. Ich will ja auch was von dem Spaß haben. Ich will ja auch was von dem Spaß haben, klar. Wie wäre das für die kleine Bettina? Da geht's gut dabei. Dann nimm sie mal an dein Herz, die grüne Figur einfach an dein Herz. Schau mal, wie ging es der kleinen Bettina, wenn sie bei dir endlich einen sicheren Platz findet? Und sie erstmal so wahrgenommen, wie sie wirklich ist. Sie wird wertgeschätzt, sie wird gewürdigt und sie darf sogar ihren Spaß haben. Ja, und wenn sie traurig ist, nehme ich sie in den Arm und halte sie so lange, bis es von selbst wieder weggeht. Genau. Und wie geht es denn dir, wenn es der kleinen Bettina gut geht bei dir? Ich freue mich. Ich Ja. freue mich, ja. Ich freue mich. Also, das ist immer mehr mein Bild. 70% aller deiner Probleme verschwinden, sobald es der kleinen Bettina bei dir gut geht. Warum? Weil 70% deiner Energien gibst du dahin, wo du gar nicht zuständig bist, wo du gar nichts bewirken kannst. Erntest nur Erschöpfung, Ärger, Missachtung. Und da, wo du was bewirken könntest, wo du zuständig bist, da hast du dann keine Energie mehr. Das könnte sich jetzt alles ändern. Jetzt nimm mal die drei Elemente zusammen und schau mal, wie fühlt sich das an, wenn die jetzt eins werden, die so lange Zeit getrennt waren. Auf zu neuen Ufern, auf zur Renovierung, auf zu den Herausforderungen. Ja. Okay. Dann schaust du mal in dieser Verfassung, schaust du mal auf das wahre Selbst deiner Oma. Die Oma ist ja wahrscheinlich schon gestorben. Wie geht es dir jetzt mit deiner Oma? Ja. Moment. Also es gibt ja diese Vorstellung, das wahre Selbst der Oma stellst du noch neben sie. Es gibt ja diese Vorstellung dafür, dass die Verstorbenen, dass es für die einen guten Platz gibt, wo sie ihren Frieden finden können, wenn die Angehörigen sie loslassen. Wir haben jetzt gesehen, dass du mit deinem Trauma auch die Oma und Omas Trauma festgehalten hast. Es könnte sein, dass die Oma ihren Frieden noch gar nicht so gefunden hat.
du selber vielleicht noch gar nicht in dein unbeschwertes Leben gekommen bist. Das wäre eine Lose-Lose-Situation. Du könntest daraus eine Win-Win-Situation machen, indem du diese Oma loslässt. Was hältst du davon? Ich habe gerade ein Bild, und zwar war die Seele von meiner Großmutter noch im Haus drin, als sie verstorben ist, und die ist 2002, 2003 ist die aufgetaucht, und das war, boah, das war ganz heftig. Es geht darum, dass du sie jetzt nochmal symbolisch loslässt. Genau, und Und ich dazu glaube, gibt es, das ist jetzt der Zeitpunkt dafür da. so einen etwas komplizierten Satz, aber den einfacher geht es leider nicht. Oma, vielleicht habe ich durch mein Leiden dich unbewusst in deinem Leiden festgehalten. Oma, vielleicht habe ich dich durch mein Leiden, dich unbewusst mit deinem Leiden festgehalten. Das passt. Ich kann nicht, ich habe dich nicht verstanden, Ero. Dich ist es schon lange vorbei. Für dich ist es schon lange vorbei. Du darfst jetzt dahin gehen, wo auch du endlich deinen Frieden findest. Und du darfst jetzt dahin gehen, wo auch du endlich deinen Frieden findest. Ist das für dich? Hört sich gut an. Und jetzt leg mal einen Finger auf das wahre Selbst deiner Oma. Wie wird es für das wahre Selbst deiner Oma, wenn es sieht, dass diese Enkelin Bettina endlich bei sich selber angekommen? So eine Erleichterung. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht von diesem wahren Selbst deiner Oma auch ein Segen für dich kommt, für deinen Weg. Wäre das für dich stimmig? Ja. Wäre das stimmig, wenn ich das stellvertretend sagen würde, könnte die Oma sagen, Bettina, ich gebe dir gerne mein Segen. Liebe dein eigenes Leben. Liebe deine Würde und deine Kraft. Liebe deine Liebe und deine Lebendigkeit. Du bist frei. Und dann gibt es diese Trommel, die begleitet die Oma ins Licht. Manchmal ist diese Trommel nicht zu hören, aber du stellst dir vor, dass dir diese Trommel schlägt. Und wenn die Oma im Licht angekommen ist, gibst du mir ein Zeichen. Das Schmerzliche und Verwirrende, was gar nicht mehr zu dir gehört, lässt du alles hinter dir. Du drehst dich um und gehst 3 Schritte ins Hier und Jetzt über den Zollstock. Und schau mal, wie fühlt sich das an, wenn du jetzt so angekommen bist? Klar, Struktur, verantwortungsbewusst, und ich will Tiger Party feiern. Ich denke, so kann man die Aufzeichnung beenden.